andächtige Momente der Nacht ans Licht gebracht bei Let's Play Xenoblade Chronicles, da wir jetzt Melly haben. Oh, die gute Melly. Möchte ich ganz kurz das Geschenke-Feature des Spiels ein wenig genauer unter die Lupe nehmen mit euch. Und zwar, wenn ich das denn jetzt finde, ausgezeichnet. Wir können hier im Item-Menü ein beliebiges Item, was wir eingesammelt haben. Moment, kann ich das hier... nein, ich habe keine gute Sortierfunktion, die mir jetzt gerade zunutze kommt. Ich kann ein beliebiges Item wählen und entweder wegwerfen oder als Geschenk benutzen. Und falls ihr oder irgendjemand unter euch die Quest vorhin gesehen habt, wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich eine Quest habe, wofür ich die Beziehung zwischen zwei Frauen aus der Gruppe auf die zweithöchste Stufe bringen muss. Und ja, da wir mit Melly jetzt unsere zweite weibliche Person in die Gruppe bekommen haben, habe ich damit angefangen, die Beziehung zwischen Charla und Melia zu erhöhen. Und ja, man wählt sozusagen den Schenker aus, das ist jetzt im Moment Charla, dann wählt man den Empfänger aus, das ist Melia. Und wenn der Empfänger das Geschenk gut findet, schlecht findet, dann leidet darunter die Beziehung. Verdammt, das habe ich jetzt hier geschenkt. Das wollte ich doch gar nicht. Meine Güte, ich wollte das hier schenken. Ah, jetzt bin ich rausgekommen. So. Ja. Wenn das gut ist, dann steigt die Beziehung. Und wie ihr gerade gesehen habt, kann es sein, dass die Beziehung um ein Herz sinkt, ein Herz steigt, zwei Herzen steigt, zwei Herzen sinkt. Je nachdem, was für einen Gegenstand man gerade verschenkt. Und, ja, bei Melia ist es so, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass der Gegenstand Dober Chorgi, ich habe keine Ahnung, was es ist. Dober Chorgi, ja, irgendwie Hund. Das Beste ist, was man Melia schenken kann, nämlich so drei Herzen. Ja, ansonsten, wer farmen möchte für Items, die man Melia schenken kann, jetzt gehe ich hier mal raus, das reicht jetzt. Da kann ich nur ganz, ganz groß empfehlen. Lauft in Kolonie 6 herum. Ich weiß es nicht, ob bei Tag besser ist oder bei Nacht besser ist. Ich habe beides mal ausprobiert. Die Aufkommen von Dober Chorgis sind meiner Meinung nach relativ gleich groß. Also zumindest habe ich da jetzt nichts anderes rausgefunden, dass die Dober Chorgis, also die Hunde, auch wenn es komisch ist, dass sich Hunde in komischen Orbs verstecken. Keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ist jedenfalls so, dass man die darüber bekommen kann oder nur in Kolonie 6 kriegen kann. Ich glaube, man kann sie auch, halleluja, ertauschen, bin mir da aber nicht so ganz sicher. Da müsste ich mal nachgucken. Jedenfalls, warum Kolonie 6 gut? Wie gesagt, die Dober Chorgis oder Chagis oder Schmadakis gibt es dort ausschließlich, abgesehen vom Tauschen. Dann gibt es dort noch Geistklematis oder so ähnlich. Ich kann sowas schwer aussprechen. Jedenfalls, die Geistklematis sind ein Gegenstand, der die Beziehung zu ihr um 2 Punkte erhöht. Und ansonsten hat sie keinen Gegenstand, den es in Kolonie 6 gibt, irgendeine Form von Abneigung. Das heißt, man kann ihr alles reindrücken, was man da findet, um die Beziehung zu verbessern. Und der nächste Positivpunkt ist... Verdammt, wieso geht's hier nicht höher? I want to get much higher. Higher. Higher and higher. Ja, ich bin gerade ziemlich hochgekommen. Und, ja, es gibt dort relativ wenige Gegenstände. Insgesamt. Oh yeah, ein weiterer Geheimpunkt. Es gibt dort relativ wenige Gegenstände insgesamt, also von der Vielfalt her, sodass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man welche von den guten Gegenständen bekommt. Also, wunderbar. Ja, ansonsten habe ich gelesen, wenn es Nacht ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, seltene Items zu kriegen. Ähnlich wie die Vergissdeinnicht ist es hier in diesem Gebiet relativ schwierig, die Meteorgrille zu finden. Da habe ich jetzt allerdings 4 Stück von, beziehungsweise 5 gefunden, einmal registriert, weil ich 4 Stück davon für eine Quest brauche. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das richtig im Kopf... Nein! Nein! Oh, fuck. Ich wollte eigentlich gespeichert haben, bevor ich das Gespräch hier antrete. Man muss Charla und Melia auf Stufe blaufreundlich haben. Was für eine schöne Quelle. Da möchte man doch am liebsten gleich hineinspringen. Sie sieht wirklich einladend aus, so kühl und erfrischend. Sie könnte uns geschundenen Wesen etwas Linderung spenden. Melia, alles in Ordnung? Die Hitze macht dir zu schaffen, nicht wahr? Ihr mögt recht haben, warum sollt ihr mir jetzt so schaden? Das hört sich nach mehr Beziehung an. Yeah! Du solltest dir eine Pause gönnen. Das wäre wohl nicht verkehrt. Ich beginne bereits, mir Dinge einzubilden. Das klingt aber gar nicht gut.
Vielleicht verträgst du die Waldluft nicht. Das Klima hier ist ziemlich feucht. Genauso wie in deiner Kein Grund zur Beunruhigung. Ich brauche nur eine Minute, um mich zu erholen. Nun, wenn du es sagst... Oh, da kommt mir eine Idee. Wir überfallen die Schwachen und... Nein, Moment, das war jemand anderes, dieser Robin. Lass uns doch kurz die Quelle hüpfen. Das wird uns erfrischen. Vielleicht fühlst du dich danach auch wieder besser. Seid ihr euch sicher? Ja, das klingt nach besseren Gedanken. Diese Gelegenheit werden wir so schnell nicht wieder haben. So, und jetzt kommt, läuft um die Ecke und spannt. Sieh dir nur das kristallklare Wasser an. Bügelbrett und... Was war das andere? Melona. Keine Ahnung. Aber ich... Nun... Melia, bist du nie als Kind im Freien schwimmen gewesen? Nein, meine Eltern haben einen Privatpool. Auf dem Empire State Building. Vater hat es mir stets verboten. Oh. Na schön. Dann hast du nun endlich die Gelegenheit dazu. Also, worauf wartest du noch? Ihr habt recht, Schala. Lasst uns ins Wasser gehen. Entkleiden wir uns, während die Herren zugucken. Ohne Zweifel werdet ihr eine gute Schwimmlehrerin abgeben. Ich hoffe nur, dass Schulk mich nicht sieht. Oder der dicke, fette Ryan, er. Yeah, ich habe das Gespräch zu meinen Gunsten geendet. Bedingst, durchgenudelt, was auch immer. Ganz, ganz kurz zur Beziehung zwischen den Damen. Also, ich bin offscreen schon häufiger durch Kolonie 6 gelaufen und hab Zeug in Melia reingestopft oder zwischen Melia und Schala. Bin mittlerweile auf Stufe Blau. Man muss unheimlich viel Zeug in sie reinstopfen. Ich habe die letzten Quests, die ich in der letzten Questfolge gemacht habe. Oh, hallo, ihr Wächter. Lykoren und Lykerner? Lykos? Na, egal. Zum Glück nicht Underworld. Ja, ich habe ordentlich viel Zeug in sie reingestopft. Also, die ansässigen Nopons verfolgen die gute Melia bereits schon für das nächste Erntedankfest. Oh, lecker, hom hom, nom nom. Nom nom hom hom, oh mein Gott. Ja, ansonsten ist die Frage aufgetreten. Final Master 13, warum kann Elvis so gut mit dem Monado umgehen? Ja, das Monado, ja, Monado ist eigentlich ein Mikrofon und er singt immer ganz gerne, auch über E-Mails. A little bit of conversation, a little bit of action. Ja. Irgendwie sowas. Das Gebiet teilt sich hier quasi in zwei verschiedene Regionen. Und ja, es gibt jetzt hier nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Oben oder unten. Ich glaube, oben sind ein paar mehr Raptoren oder Torrapten. Wie werden die hier nochmal geschrieben? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn man die jagen will, dann kann man das da auch gerne tun. Also diese Viecher da hinten. Inferno-Rapten. Ach Gottchen. Ja, Inferno-Rapten-Dings. Ropta. Und Plasma-Ropta. Gibt's da auch zu Genüge, wenn man sie jagen möchte. So, da haben wir ein Gesprächsgedöns. Verdammt, jetzt bin ich irgendwie hier runtergefallen. Ja, es gibt hier oben eine Erdader. Nichts Besonderes drin, worauf ich es jetzt abgesehen hätte. Deswegen gehe ich hier einfach mal vorbei. Ich bin ja schon mal offscreen langgelaufen, einfach um das Gebiet so ein bisschen aufzudecken. Möchte nämlich furchtbar gerne, was heißt nicht wegen des Aufdeckens wegen, sondern ein bisschen gucken. Und ich möchte nämlich furchtbar gerne in dieser Folge zum Knotenbaumtor. Nein. Also so weit bin ich noch nicht gelaufen. Deswegen habe ich den Punkt ja auch nicht erreicht. Möchte gerne noch zum nächsten Storypunkt, um ja einen gewissen Punkt zu erreichen, wo ich mit der nächsten Questfolge schön andocken kann. Oh, Grenzdorfbewohner. Seht ihr Hängebrücken? Ist sicherer Weg zu Grenzdorf, sicher. Sehr sicher sogar. Ihr könnt ruhig glauben. Nopon lügen nie. Lecker Melia, nom nom. Lecker hom hom nom nom. Ja, diese Ja, es sind riesige Gegner. Hier sieht man mal, dass die Gegner auch größer werden. Aber wir können sie besiegen, wenn wir es wollen würden. Ja, der Grund, weswegen ich auch die Beziehung zwischen Melia und Schala erhöhen will, hängt auch damit der Verknüpfungssynergie zusammen, was die Verknüpfungstalente angeht. Also, das ist jetzt hier schön synergetisch aufgebaut. Also, einerseits bieten Melia und Schala Agi-Talente für Dunban und dann haben Synergien, oder bestehen noch zwischen Schala und Melia Synergien, weil Schala hat Ether-Verstärkungstalente und die kann ich dann später gut verknüpfen. Und die gute Melia hat ein Donner-Schaden-Verknüpfungstalent. Was kann die Schala für ihren Donnerschuss gut gebrauchen? Obwohl ich mit Schala eigentlich jetzt so viel nicht mehr rumlaufen werde, auch wenn sie ordentlich... This is the entrance to Frontier Village. So this big tree is where the Nopon live. Bazooms hat. Nopon große Bazooms. Ah, Bird Lady. Welcome back, Bird Lady. I wish to speak with the village chief.
Will you permit us to enter? Das hätte diese Erlaubnis bräuchte. My pleasure, my pleasure. Er klingt irgendwie besoffen. My pleasure. I shall take you to the village chief. Pleasure. Follow me. My pleasure. Homse haben Pleasure von Nollum geklaut. Aber Nollum... Ach nein, ich bekomme jetzt so eine gespaltene Persönlichkeit, leider Gottes, nicht gut hin. Ansonsten, um hier den Wunsch eines anderen Users zu beherzigen, muss ich hier jetzt gleich mal einen Speicherstand anlegen. Das kommt mir auch zugute. Einfach, nur mal nachzugucken, wie viel Zeit ich denn schon vergeudet habe für euch. Und dann gucken wir gleich mal, wenn denn die Sequenz hier nicht mehr weiter sequenzt. Ich habe nämlich hier nicht mehr so weit vorgespielt, weil ich die ganze Zeit in Kolonie 6 rumgelaufen bin. Oh, nur Pornhauchen. Da können wir einmal überall mal draufdrehen. Nein. Pelze draus machen. Hier kann man nämlich nicht mehr machen, wenn man draufdreht. Nein, na, nicht. Hom, Hom! Hom her! Hom her! Hom who? Hom who? Hom Hom everywhere! Me won't touch Hom Hom! Me won't nibble Hom Hom! Hom Hom taste pih! Hom Hom scary! Ja, da kommt schon das Essen. Nopon of Frontier Village. Melia Antigua has returned. I request an audience with your chief. Chief! Will you hear my request? Melia here. Bird lady here. Melia back. Bird lady back. Bird lady? Bird lady. Ich hab früher mal im Fernsehen, das war irgendwie so ein ausländischer Sender, Englischsprache. Oh mein Gott. Marge, bist du das? My dear Melia, it's good to see you again so soon. And you look so well. And what of your men? They are at one with the Bionis. They sacrificed their lives so that I might escape. But this is not my reason for coming. These Homs need your help. Will you be so kind as to listen to their request? What could a Hom Hom need of me? Brum, brum. They require safe passage to Aerith Sea. I see no reason to deny them. And Melia, what of you? I have unfinished business in this region. Once these Homs are safely on their way, I shall be on mine as well. That girl. Something's troubling her. We found her half dead and all alone. But I don't suppose she'll tell us the reason anytime soon. Maybe we can help. I'll go and talk to her. Oh mein Gott. Ja, ich lasse die Gruppe jetzt einfach mal so, wie sie ist. Ich mache mal kurz einen Speicherpunkt. Sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich nehme mal ganz kurz einfach diese Quest hier an. Bin einfach zu klein. Jetzt ist Gamtera Ogre. Hat auf mich eingetreten und nicht mal Schnulligung gesagt. Böser Ogre, haut ihn für mich. Oh yeah, haha, da holt ihr seine dicken Brüder. Hat Pixar am Arm, Vorsicht. Pixar am Arm? Oh, mein Gott. Wollte auf Amos Ogre reiten, aber hat mich abgeworfen. Bin noch viel süßer als das Vieh auf ihm. Was? Bitte züchtigt Ogre für mich. Oh mein Gott, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Und sag ihm dabei, wie süß ich bin. Oh mein Gott, ist das Vieh eingebildet. Leck's mich sackig. Ich hab auf die Tätowierung von Arena Ogre gemalt, aber ich böse geworden und hat mir Tinte ins Gesicht geschmiert. Sinn von Ästhetik wurde verletzt. Am Stinkwut. Stinkwut. Oh mein Gott, das ist der Knaller. Sag mir dann, ob er auch unter Maske tätowiert ist. Mann, der Kleine ist ein Knaller. Halleluja. Pick, pick, pick. Ihr wisst schon. Wenn es dunkel wird, hört man schlimme Stimme von unten. Ja, das Schlimme an diesen. Grenzdorf ist, es ist im Mana-Bau. Und was Bäume so an sich haben, die wachsen nach oben! Die wachsen nach oben! Das heißt, das Ding hier ist in verschiedenste Ebenen aufgeteilt. Alle beschäftigt, Pollen aus Magna zu bringen, aber Frühlingswind-Solos läuft wusch vorbei. Und Pollen überall verstreut hin. Großes Problem, jemand muss ihn aufhalten. Ich glaube, das ist irgend so ein fieses Elite-Viech. Danke, Porn. Passt auf, dass Homom nicht weggehen.
Ansonsten muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen hier, dass ich hier noch mit Melia Antiqua rede. Möchte sie nämlich für das weitere Vorgehen bei mir in der Gruppe haben. Vielleicht kriege ich es ja zwischenzeitlich noch hin, dass ich die zweithöchste Freundschaftsstufe zwischen den Vibesbildern erreiche. Und da gibt's Moku Moku. Nein, das Schlimme ist mit diesen Ebenen, wenn ich Quests abgeben muss, dann muss ich klettern. Und zwar nach oben! Überall nach oben! Pollenkugeln, wichtig für Nopon, sind lebensnotwendig. Haben jetzt Probleme ausgerechnet mit Pollenkugeln. Schlimm! Schieß los, ich höre gerne zu. Ich helfe auch gerne, Schala. Verdammt, ich hätte... Oh nein, das soll ich mit Melia machen. Das muss ich abbrechen. Danke, Schulk. Dann wollen wir mal hören, worum es geht. Komm schon, Guckerchen auf. Seht ihr Pollenkugellampen? Keine Pollenkugeln, kein Licht, alles stockeduster. Pollen von gelber Blumenwiese, gelbe gute Kugeln. Aber zu viele fiese Monster da, können nicht sammeln gehen. Es leuchtet so stark, dass ich dachte, es wären Ätherkristalle. Aber es sind tatsächlich Pollen. Nopon sind toll im Nutzen von Magnogatur. Mischt ihr den Pollen auch irgendwas anderes bei? Ha, geheim. Werde schweigen wie Fischlein im Wasser. Verrate nix, weil sonst wir alle ganz schnell arbeitslos. Verstehe. Zu schade. Arbeitsamt scheiße. Die können mich mal. Deswegen zur gelben Blumenwiese. Einfach bei Windmühlenhütte runter. Flussaufwärts zum Wasserfall. Dann nach rechts fertig. Viele Pollen sammeln, aber vor Monstern in Acht nehmen. Wir machen Schlagi Schlagi. Verstanden, verlass dich auf uns. Wir schaffen das, wenn wir nur alle mit anpacken. Ja, ist gut, Schulk. Ja, genau, mir gibt es nichts. Bla, was wir gemeinsam schaffen können, das hatten wir schon. Zumindest die Questfolgen gesehen haben. Wissen ist Macht. Ja, gut. Jetzt muss ich immer noch... Ich muss so ein bisschen hier auf den... Jesus Christ! Auf den... Links... Wie heißt der? Auf den... Bummens. Aber die Gespräche kann ich noch nicht führen. Halleluja, noch ein Reisepunkt. Hier im Grenzdorf soll es, soweit ich weiß, auch... Geht's ja noch weiter nach oben? Muss doch hier auch weiter nach oben gehen. Ihr müsst doch... Ist ja ein Baum. Muss doch weiter nach oben gehen. Ah, da geht's weiter nach oben. Schnabbedu. Ja, ich möchte Melia, wie gesagt, bei mir in der Party haben und jetzt doch keine Quests oder... Jesus Christ. Noch keine Quests führen, damit ich mit Melia in der Truppe diese Quest-Reputation kriege. Möglichst zwischen... Melia und Schala, natürlich. Ja, Dumbin ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier geht's auch noch nach draußen. Und ja, hier kann es auch noch Questgeber geben und sowas. Nein, was ich jetzt schlimm finde mit den ganzen Ebenen, die es von oben nach unten gibt, die überwiegend alle rauf und runter laufen. Vor allem nach oben, wenn es obere Wohnebene. Vor allem, wenn es um, ja, Quests annehmen, Quests abgeben, Quests suchen, Beziehungen verbessern und vereiteln und schieß mich mal die Wand an, also Jesus Christ, es sind glaube ich insgesamt 7 Ebenen und hier soll es auch irgendwelche Items geben, keine Ahnung, die man finden kann, aber es ist glaube ich irgendwie in der unteren Ebene, unten, so, jetzt sind wir fast ganz oben, glaube ich, Stätte der Mysterien, gut, hier vorne geht's weiter, guck mal kurz, ob wir das Harmoniegespräch anführen können, nein, aber dann haben wir es wenigstens in der Liste, in der Schindlers Liste. Melia, you're welcome to come with us. Is it true? Were you alone in the forest? That thing must be stopped by my hand. This is my pledge to those that have died. Is it wounded? I see. The Telethia is hurt and lies in rest, wounded by a girl. Wounded by a girl? You don't mean you're going to fight the Telethia? How do you know of the Telethia? When I went to collect the ether crystals, some Telethia attacked me. I managed to destroy them and get away. You defeated Telethia? Who are you? The Monado. So that sword can... To tell the truth, they were the Telethia spawn. Someone told me the primary Telethia is healing somewhere in the forest. It was you, wasn't it? You hurt the Telethia. It... Melia... The Telethia escaped from our homeland, and I am tasked with killing it. It cannot remain free. For the sake of my people and the Nopon, it must be stopped. Melia, we can help you defeat it if you like. Out of pity? No. Why then?
It's just... I want... Speak, Shulk. Or I shall be forced to summon the Nopon chief to interpret for me. I... would like to help. What could you possibly gain from aiding me? I saw it. At the top of a black tower, you and I were fighting together. Fighting that faced Mekon. I also saw you fighting a huge Telethia. It threw me the first time and all. Forgive me, Shulk, but what are you talking about? Shulk can see visions of the future. See the future? And you expect me to believe this rubbish? Believe what you want, lady. Same as I tell all the non-believers. That'll be me, then. Oh, yeah! In any case, the only reason we got this far was because of Shulk's visions. If Shulk says he saw you in a vision, then you must be important to whatever happens next. And if you're tough enough to fight a face Mekon, you're all right in my book. You've got my vote. A lady should not go unaccompanied onto the battlefield. Excuse me? I am quite capable of dispatching the beast alone. I require no assistance of any kind. My dear, I apologize, but I could not help overhearing. Their offer sounds quite reasonable. The danger extends much further than our small dwelling. Machna itself is at risk, and we shall provide you with the finest warrior of our clan. Chief Dunga, I... No need for thanks. He is the equal, if not better, of the Hom-Hom. You do know we're listening. The chosen Nopon hero will await you below. I shall go ahead and prepare him. Please, excuse me. A Nopon hero? Now this I have to see. Don't be like that. Let's meet him first. This is the way we want it to be. This is the way of the warrior. This is the way we want it to be. Yeah, doch wer ist der Held? Wie wird er aussehen? Wer ist der Held? Der Nopon, das erfahren wir in der nächsten Folge. This is the way.